So, meine sehr verehrten Damen und Herren, grüßt euch und ja, willkommen hier auf dem Reaction-Kanal in Kev. Lasst gerne eine Bewertung da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Reactions hier oder irgendwelche Real-Life-Stuff, je nachdem, wie euch dieser Kanal hier gefällt. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns jetzt mal von CEO das Video, die dümmsten Instagram-Fails an. Ich finde, Instagram ist zu 50% kompletter Fake, weil jeder gefühlt seinen Körper dort so verändert. Also, ich habe da auch mal so ein Bild hochgeladen, so aus Spaß, wo ich meine Arme übel schlecht editiert habe und so groß gemacht habe. Aber es gibt viele, vor allem weibliche Influencer, das fällt mir immer wieder auf, die so extra ihre Kurven so komplett verändern, indem sie halt mit irgendeinem Bearbeitungswerkzeug dran rumfuschen, ja. Und ja, CEO hat wahrscheinlich hier so einiges rausbekommen. Einige, ja, bestimmt Bilder gesehen, wo man so sagen kann, ja, da wurde schon einiges kräftig editiert. Also schon eine hardcore belassene Angelegenheit. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was er dazu sagt und ja, wie das Video jetzt so wird. Let's go. Jo Leute, es gibt Dinge im Internet, bei denen wir... Na gut, jetzt kommen wir erstmal Werbung. Also ich gönne CEO die Werbung, gönnt euch das Video, der Link dazu ist in der Beschreibung und dann könnt ihr die Werbung mit reinziehen. Ja. Ich glaube, wir müssen nochmal on und off gehen, das bringt gerade nichts. Stück Scheiße. Leute, kein Witz, diesen Typen gibt's wirklich und er zieht jeden Tag diesen Scheiß ab. Und tatsächlich generiert er damit wirklich sogar Follow. Der hat teilweise da 20.000, 30.000 Zuschauer, das ist so geisteskrank. Wirklich, und das, obwohl jeder weiß, dass der halt faked und Schmutz ist, ne? Boah, also wirklich, jetzt habe ich alles gesehen. Aber keine Sorge, heute soll es gar nicht darum gehen. Denn heute schauen wir uns wieder mal die Plattform Instagram an. Denn ja, ich finde dort immer noch Content, der mich hardcore irritiert. Gut, man muss dazu sagen, ich komme aus einer Zeit, als das hier quasi unsere Smartphones waren. Und das hier war dann in dem Fall WhatsApp. Damals hätte niemand gedacht, dass eines Tages mal ein Ort gibt, wo man sehen kann, dass ein Hund jemandem beim Klimmzüge machen hilft. Oder dass jemand mal ein Picknick bei einem Bahnübergang macht und dabei Kuchen isst. Und das sogar mit einem Weinglas statt einer Gabel. Also, ich will ja niemandem sagen, wie er zu leben hat, aber das Szenario ist schon hardcore weird, oder? Halt doch die Fresse, ich esse meinen Kuchen, wo ich will. Was mit dir los? Hast du einmal nachgedacht in deinem Leben? Was? Lol, redet halt der Steine so? Ey, Real Talk, der klingt einfach wie Commander Krieger. Der klingt einfach wie... Warte ganz, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Kuchen, wo ich will. Was mit dir los? Hast du einmal nachgedacht in deinem Leben? Was? Das ist Commander Krieger, Leute. Was denn? So bescheuert. Unfassbar. Ey, lass mich doch in Ruhe! Stück Scheiße. Besonders lustig finde ich auch die Bildunterschriften, weil was da teilweise so an poetisches Zeug zusammenphilosophiert wird, ist einfach nur zum Schießen. Ich meine, hier zum Beispiel. Happy Weekend mit meinem Happy Face. PS, so lächle ich sonst immer nur für einen Mann, aber dieses Mal ist es Halloumi. Wen grinst ihr so an? Halloumi? Kind? Mann? Erzählt es mir. Alter, ich hab so viele Fragen an der Stelle. Erstens, ist das bezahlte Werbung für Burger King? Wenn ja, dann bitte kennzeichnen. Zweitens, so ein Lächeln setze ich nur auf, wenn ich morgens einen abseile. Und drittens, warum diese Emojis? Ich meine, Marty, warum macht man sowas? Ich weiß es nicht! Also... Ich weiß aber jetzt nicht, wo da jetzt der Fail ist. Das ist halt jetzt die Frage, weil guck mal, wenn es jetzt kein Placement ist und das ist einfach ein Bild, wo sie halt fröhlich guckt, dann ist es halt einfach ein Bild, wo sie fröhlich guckt. So, und es ist egal, ob da Emotes irgendwie in der Beschreibung sind. Also, das ist, ja, das sehe ich jetzt nicht als kritisch an. Ja, Leute, es ist wieder soweit. Ich habe jetzt einen Tag auf Instagram verbracht und dort meine Lieblinge rausgescreenshottet. Und was ich da wieder so gefunden habe, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Alter, was zum Geier? What the fuck? Okay, da kommt was. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ja, Leute, es ist wirklich wahr. Wir sind schon wieder im vorletzten Monat von 2021. Deswegen, Leute, nicht wundern, bevor wir uns jetzt diese super kranke Welt von Instagram reinballern, habe ich hier nochmal so ein bisschen weihnachtliche Vorfreude für euch. Here we go! Ho, 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 Leute, es dauert nicht mehr lange und schon steht die Weihnachtszeit vor der Tür. Alter, das hat er nicht gerade Werbung für Just Legends gemacht? Und macht jetzt Werbung für Just Legends? Muss ich das verstehen? Alter, das geht aber ganz schön lang, die Werbung hier. Geht über eine Minute. Die Rubrik, die wir uns anschauen werden, lautet lustige Kalendersprüche. Ja, weil es gibt unglaublich viele Seiten auf Instagram, die gar keine Bilder posten, sondern eher so kurze Texte einfach nur. Und ich glaube, ein Account, den ihr vermutlich alle schon mal gesehen oder gehört habt, ist da Made My Day. Und ich würde sagen, da schauen wir mal ganz kurz rein, oder? Grundsätzlich bin ich ja dafür, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren können. Allerdings mache ich mir aufgrund persönlicher Erfahrungen große Sorgen, dass Kinder mit zwei Vätern einfach nie was zum Geburtstag geschenkt bekommen. Steht hier, weil meistens besorgen ja die Mütter hier die Geschenke. Das sind solche Boomer-Witze. Ja, Witze, so Sprüche, die sind unangenehm und schlecht einfach. Holy shit. Holy shit, wie kann etwas so schlecht sein? Das macht mich krank, Leute. Das macht mich krank. Denke und so. Ich
Ich möchte verreisen. Mein Konto. Wohin? Zur Arbeit? Verstehst du, weil du ja Geringverdiener bist und in der Regel mit Geld nicht umgehen kannst. Wenn du immer denkst, das Glas sei halb leer, dann schütte es ein kleineres Glas und hör auf zu heulen. Ja, verstehst du, weil... Hä? Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Wenn ja. Cringe, Alter, cringe. Ey, by the way, ich muss mal noch ganz kurz was sagen und euch das zeigen. Das ist echt geisteskrank, was hier abgeht auf meinem Inkev-Kanal. Ich würde gern jetzt gerade jeden Tag ein Video raushauen. Ich habe gestern 4 Videos hochgeladen. Nee, 5 Videos. Warte mal. 5 Videos hochgeladen. Alle 5 Videos. Nee, 4 Videos davon sind gelb. Eins ist grün. Ich habe gerade eben ein Video hochgeladen, das ist wieder gelb. What the fuck? Was habe ich falsch gemacht in meinem Scheißleben? Warum? Was ist da los? Jetzt muss ich wieder Überprüfung anfordern. Jetzt muss ich hier eine Woche warten oder 2 Wochen warten, bis die das irgendwann wieder grün geschalten haben. Wenn die es überhaupt grün schalten, kann sein, dass es alles gelb bleibt. So, was zum Fick? Ich habe hier immer alles richtig eingestuft. Hier, wirklich, der Kanal bei mir wird auch immer angezeigt. Ey, sie haben das ja zuverlässig gemacht. Es wird einfach gelb eingestuft. Das macht gar keinen Sinn. Dankeschön, YouTube. Danke für nichts, ihr Arschlöcher. So, Mann, da will man einmal aktiv sein. Da wird einem hier, den gelber... Dingenskirchen draufgedrückt. Das ist ein Armutszeugnis. Kraft. Mann! Fehlt und alles zu vieles, nimm dir eine Auszeit. Ohne dich zu rechtfertigen und ohne Schuldgefühle zu haben. Ja, genau, weil wie jeder weiß, leben wir ja nicht in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Dein Chef hat safe Verständnis und es wirkt sich bestimmt auch gar nicht auf deine Karriere aus, wenn du sowas sagst wie: Sorry, Chef, der Kunde muss warten, ihr braucht erst einmal ein halbes Jahr Auszeit, bis dann, gell? Gut, was man an solchen Seiten aber auch zugutehalten muss, es ist auch sau schwer, irgendwie in 2, 3 Sätzen was zusammenzufassen, was es nicht irgendwie total klischeehaft ist oder eben sehr stumpf und dämlich, weil was willst du da schon machen? Von daher drückt mir nochmal ein Auge zu. Ich verstehe aber halt nicht, wer dort ein Like da lässt. Das ist ja jetzt nichts, wo ich sage, Alter, heftiger Content, gute Sache, heftig, was die da rausgehauen haben. Einfach, das hat mich echt, das hat mein Leben nochmal beeinflusst. Das ist halt einfach so ein übelster Standardsatz, so, keine Ahnung, man, nimm dir eine Auszeit. Sehr kreativ, sehr kreativ. Du, oder? Die nächste Kategorie ist dann die Werbung. Gerade auf Instagram ist es ja nicht so einfach, gute Werbung zu machen, weil man hat einfach nur ein Bild oder kurze Stories. Also das irgendwie total kreativ und toll umzusetzen, ist nicht so einfach. Dennoch muss man ganz klar sagen, auf Instagram geht's wirklich ordentlich ab. Also nirgendwo ist das Influencer-Marketing so krass wie da. Nur frage ich mich halt bei mancher Werbung so, was zum Geier hat man sich jetzt dabei gedacht? Hier zum Beispiel, ja okay, ich realisiere mich jetzt nicht in einem Infinity-Pool. Aber ja gut, immer noch besser als im Schlafzimmer. Aber wenn man die Stoppeln so im Bett verteilt, das wird dann schon beim Pennen echt ein ordentliches Peeling. Ja. Am Arsch. Und hey, wusstet ihr, dass es jetzt auch von Bibi und Julian Bilou als Kaugummi gibt? Und ich, Vollidiot, hab damals schon den Duschschaum gefressen. Die nächste Rubrik ist ein Problem. Ich hab das nie verstanden. Das war ja eine Zeit lang wie so ein Running Gag, dass man diesen Bilou Duschschaum gefressen hat. Und ich fand jetzt bisher noch kein Video. Doch bei Nebelnik habe ich mir ein Video angeguckt. Der hat dazu auch so ein Video gemacht. Der hat sogar so eine Torte gemacht daraus. Also, das ist wirklich, ist das nicht auch so ein bisschen gesundheitsschädigend, wenn du Duschschaum frisst? Ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so geil. Aber was macht man nicht alles für die Klicks, damit man Bilou in den Titel schreiben kann, ja? Problem, was eigentlich sogar eher TikTok hat, aber sind wir mal ehrlich, Content, der auf TikTok funktioniert, wird auch auf Instagram hochgeladen und auf YouTube Shorts und eigentlich überall und nirgends. Von daher muss es auch hier erwähnt werden, es geht um gestellten Content. Ja, aus dem letzten Video haben wir ja schon gelernt, lass dich nicht verarschen und denk immer an den Kameramann, weil irgendwer muss den Scheißer gefilmt haben. Und nein, natürlich hat man nicht stundenlang gewartet, bis endlich mal jemand sich die Schuhe bindet, damit man diesen TikTok hier aufnehmen kann. Ich liebe TikTok! Und ganz ehrlich... Warte mal, ich hab den gerade gar nicht verstanden. Du musst den Scheißer gefilmt haben. Ich bin gerade Brain AFK. Hier ist ein Spiegel und... LOL. Das ist ein Spiegel und das sind einfach Zwillinge. Die gerade genau das gleiche machen. Jetzt verstehe ich. Nein, natürlich hat man nicht stundenlang gewartet, bis endlich mal jemand sich die Schuhe bindet, damit man diesen TikTok hier aufnehmen kann. Ich liebe TikTok! Und ganz ehrlich, Gedanken hatte ich eben auch hier bei diesem Kurzvideo auf Instagram. Selbst schon so schlecht gemacht. Ja. Junge, es ist so schlecht. Wirklich, aber Kinder fallen halt drauf rein, ne? Kinder, also was heißt fallen drauf rein? Das ist jetzt nichts Schlimmes, was sie machen, aber... Die denken halt wirklich, dass das echt ist, dass das ein echter Prank ist, dass sie es nicht mitbekommt, dass da gerade ein Gegenstand auf ihrem Schoß sitzt, beziehungsweise rübergeschoben wird. Und das kriegt man ja offensichtlich mit.
Leute, Menschen sehen die Welt nicht so. Oh, scheiße, ich kann mein Bier nicht finden. Tatsächlich haben wir einen Augenwinkelmann. Oh, oh, scheiße. Wenn jemand neben einem so rumhampelt, man sieht das, so abgelenkt kann man gar nicht sein. Aber egal, jetzt kommen wir zum Klassiker und der ist, warum diese Pose? Ja, denn auf Instagram geht's natürlich um Ästhetik und ich weiß nicht, vermutlich, dass halt einfach nicht jedes Bild gleich aussieht. Ja, und deswegen nimmt man gern mal für Instagram auch eine Pose ein, die nicht unbedingt sehr gemütlich ist. Junge, Junge, was ist das denn? Hey, wo liegt sie denn drauf? Liegt die mit dem Kopf auf der Lehne hier? Hä? Was zum... Teufel, was ist das? Das ist ein Stuhl. Hier ist der Stuhl und die liegt in den Kopf an dem Stuhl. Das ist ja nicht gemütlich. Wie aussieht. Und hey, falls du bald mal im Urlaub ein Foto machst, eventuell ist ja diese Pose hier was für dich. Boah, Alter, bitte mach schnell. Ich halte das nicht lange durch. Oder an die Künstler unter euch. Malt ihr auch eure Bilder immer in sexy Unterwäsche? Ja. Nee. Vor allem, Leute, trotz Swipe-Funktion bekommt sie keinen einzigen Strich auf die Leinwand. Ja gut, so ein Bild muss ja auch gut werden, ne? Da muss man sich schon so ein bisschen Zeit lassen. Und ja, die Krönung von dem Ganzen habe ich ja schon vorweggenommen. Diese Pose haut mir sowas von. Was ist das denn? Alter, Mädchen, das ist einfach wirklich real. So, stellt euch einfach vor, das ist ein echtes Bild. Warte mal, es könnte wirklich ein echtes Bild sein. Wenn die da ein paar Knochen raus hat aus der Hüfte... Wenn denen hier ein paar Knochen fehlt, vielleicht ist das wirklich ein echtes Bild. Dann schalt da raus. Hey, das sieht aus, als wäre es bearbeitet, aber... Ich kann mir auch vorstellen, dass die wirklich so crazy sind und haben das wirklich geschafft. Diese Pose haut mir so... Was zum Fick? Ich verstehe gar nichts mehr. Was von den Schalter raus. Sheesh. Die nächste Rubrik taufe ich mit dem Namen. Ja, sieht geil aus, aber was für ein Scheiß. Und ja, ich weiß, Tiny-Häuser und vor allem solche A-Frame-Häuser sind momentan der heiße Scheiß im Internet. Aber hier mal eine Meinung, mit der ich mich vermutlich nicht so sympathisch mache. Müsste ich jeden Tag in einem und demselben Raum verbringen, dann würde ich eingehen wie so eine Zimmerpflanze. Gut klar, für einen kurzen Urlaub. Boah, Alter, der hat sich gerade in meinen Augen übel unbeliebt gemacht. Wie kann man denn so hart fronten gegen die ganze Internetkultur? CEO, lösch dich bitte. Du, ich hoffe, du wirst gecancelt dafür, für die Aussage. Oh, nee, CEO, wie kannst du so eine Aussage treffen, ey? Du wirst dafür definitiv so richtig hops genommen eines Tages. Also wiederum wäre es vollkommen okay. Aber dieses Gebäude treibt es dann Vollgas auf die Spitze, weil ja klar, es sieht gut aus, aber Alter. Alles aus Glas, ich meine, stell dir mal vor, du bist da so am Zocken und dann plötzlich kommt so ein Wanderer vorbei. Junge, verpiss dich! Aber auch bei solchen Häusern frage ich mich, ja okay, kann man machen, aber man kann es halt auch gerade bauen. Und somit kommen wir zur letzten Rubrik und hier... Hey, ich finde das aber geiler, wenn das so wenigstens ein bisschen verschachtelt ist. So, wenn es ganz gerade gebaut ist, kann es zwar auch nice aussehen und so, aber es hat auch was, ne? So ein bisschen so versteckte Ecken und so, finde ich nice. Brauche ich mal eure Hilfe. Es geht um offizielle Fußball-Accounts, denn da gibt es eine Sache, die mich sehr irritiert. Tatsächlich teilen diese Accounts, wenn ein Spiel läuft, immer den aktuellen Punktestand. Und ja klar, das ist vollkommen okay, aber ist das wirklich die beste Methode, um zu schauen, wie es momentan steht? Gut, es soll ja immer noch Menschen geben, die dafür extra den Teletext anschmeißen, von daher, scheiß drauf. Am Ende meiner stundenlangen Recherche habe ich dann doch nochmal ein Bild gefunden, das sogar mir gefallen hat, Leute. Was soll ich sagen, Leute? Ich suche drei Mitspieler. Und der Abo-Slogan für diese Folge lautet: Gib ein Abo und sag zu einem Like auch nicht nein, sonst klaut CEO deine Innereien. Leute, lasst unbedingt mal ein Abo da, weil der Abo-Counter, der muss mal vorangehen. Leute, lasst ein Abo da. Lasst ein Abo da, Leute, für die 500.000 Abonnenten hier. Ich guck mal, ihr braucht noch 66.013 Abos. Ja, dann seid 434.000. Yeah! Bald geschafft. Bald geschafft. CEO hat's bald geschafft. Ja, deswegen los geht's. Auf jeden Fall Ehre, dass ihr mit dabei wart und eingeschaltet habt. Jetzt kommt hier noch das Outro und sowas. Deswegen, darauf gehe ich gar nicht weiter ein. Aber ich finde, auf Instagram, man hätte jetzt vielleicht noch ein paar mehr Fake-Bilder zeigen können. Irgendwie war kein Bild jetzt so richtig krass gefaked. Also ich hätte jetzt hier gedacht, so mit den dümmsten Instagram-Faces, da kommt vor allem so wo halt Dinge schmaler gemacht werden. So die Taille bei Frauen wird schmaler gemacht und dann zieht sich dieser Rand so rein. So, das hätte ich jetzt gedacht, kommt, ist aber nicht passiert. Nichtsdestotrotz, das gibt es übel häufig und war definitiv trotzdem ein gutes Video von CEO. Muss man einfach so sagen. Kuss geht raus. Ciao.